Und auch heute darf ich euch wieder recht herzlich begrüßen zu diesem Replay vom Dorbart und seinem M48 Patton. Ja, wir sehen ihn schon. Und er ist heute nicht alleine. Nein, er spielt mit dem Andreas 0815 da hinten in der Bad-Chat und dem Pascha 1987 im T62A. Also zwei mittlere Panzer, die dann vielleicht was für die Arti aufdecken. So könnte der Plan der Zusammenstellung gewesen sein. Und wir gucken doch mal, was er hier auf Heiliges Tal macht. Natürlich eher mit dem Pascha als Zehner. Hier Top-Tier, wie soll es anders sein? Wobei recht viele Zehner hier im Spiel sind. Dann noch 9er und 2 8er Scouts runden das Ganze ab. Also von dem her sollte er hier hoffentlich auf seine Kosten kommen. Und wenn er denn Schaden macht, dann bringt es auch deutlich mehr XP als auf einem Achter. Gut. Er bespielt jetzt hier erstmal die Mitte. Der Pascha fährt da Richtung Kloster. So haben sie beide eventuell was zum Beschießen. Und er kriegt hier den Turm vom T62A direkt schön rein und kann hier drauf halten. So, und auch der 113 bekommt da eine, die waren beide recht knapp gefühlt vom Aiming her, also gut getroffen. Und hier nochmal eine. Der 113er fährt jetzt weiter. Sein Zugpartner bekommt da aber schon ordentlich Schläge. Und der E5, der kuschelt ihm da wahrscheinlich so für sein Gefühl zu nah hinten dran. So, und jetzt, oh ja, so ein Jagdtiger, der sich da den Berg hochmüht. Immer schönes Ziel, weil leicht zu treffen. Und da kommt er halt auch super dran. Das funktioniert genauso, wie er sich's vorstellt. Auto-Aim klappt dann auch. Und da macht er ihn auch ganz flink weg. So, jetzt kommt er gerade auf den Ruhr nicht mehr drauf, weil der E5 ihm da vor die Nase fährt. Aber das ist keine böse Absicht, das ist halt einfach so, wo es so eng ist. Und jetzt wahrscheinlich da, ich wollte gerade sagen, mit dem Rammen ihn wegmachen, aber das hat noch nicht gereicht. So, jetzt aber mit dem Beschuss. Und jetzt kann er dem Gegner da in den Rücken fallen und dann können sie in einer Zangenbewegung von beiden Seiten fahren, wobei sein Zugkompagnon da auch schon ganz schön niedergeballert wurde. Ah, da verschießt er am Ruh. Der 30B braucht jetzt hier definitiv Support. So, und jetzt scheint er hier so zu fahren, dass er seinen Teampartner und auch natürlich seine Arti unterstützt. So, dass er jetzt hier das einzige Ziel erstmal ist. Auf den 30B. Und jetzt aufs Objekt. Und Objekt ist zerstört. Da kann er direkt also abdrehen. 8:4, der Stand sehr eindeutig bisher. Im Nordwesten ist noch ein bisschen was los. Da muss er also auf jeden Fall jetzt nochmal hin. Aber bisher läuft es sehr, sehr gut für ihn. So, und jetzt kommt er gleich seitlich an die Gegner ran. Das ist sehr schön. Da kann also dementsprechend wirken. Kurzen Slowdown. Ja, typisch für World of Tanks derzeit. IS-7. So, der T62A da in der Bewegung zu ihm hin, aber leider
nur die Kette gezogen. So, jetzt hat er ihn den fast schon vorbereitet für den IS-7. So. Aber jetzt müsste der IS-7 nochmal schießen. Oder hat er vielleicht ein kaputtes Munitionslager? Ne, der 30B, der hilft da auch nochmal. 9 zu 8. Wenn der IS-7 jetzt noch zerstört wird, dann steht es lediglich 9 zu 9. Also es ist noch nicht aller Tage Abend. Biegt hier rechts ab, dass er vielleicht da Richtung Grille und so kommt. Wäre natürlich ein guter Move. Grille hat einen großen Aufbau, aber genau da, wo er ihn hätte gebraucht, noch ein Stück weiter, da hat er abgebremst. Als ob die Grille wüsste, dass er da stünde. Aber er hat noch 1700 Hitpoints, also da hat er noch einiges, was er in die Waagschale werfen kann. Da ist die Grille. Nein, und er verschießt. Wäre ein wichtiger Schuss gewesen. Grille nimmt jetzt auch den IS-7 raus. 12 zu 10, aber das sind schon noch schlagkräftige Jungs. Man darf die jetzt nicht ganz unterschätzen. E100. IS-7. Er kommt durch. IS-7 prallt an ihm ab. Sehr schön. So, die Grille hat sich da jetzt auch nochmal gezeigt. Hat natürlich 750 Schaden gemacht, aber im Zuge dessen konnte er sie wenigstens direkt rausnehmen. So, IS-7 hat ebenfalls genauso verschossen wie er auch. Und jetzt kann er hinten schön drauf schießen. Nochmal. Jetzt versteckt er sich. Wenn der IS-7 ein bisschen cleverer wäre, würde er einfach auf die Häuser fahren. Ist er aber nicht. Und da ist es schon auch erledigt. 7858 Schaden und 1700 abgeprallt. Schöne Runde. Verdienstpanzerass und das nach 400 plus Spielen, so wie er es selber geschrieben hat. Also von dem her, schön, dass es geklappt hat. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.